Herzlich willkommen zum dritten Teil des LUX Video Tutorials, eine Lernmanagement-Software der Günther Greff Medien GmbH. Mein Name ist Sascha Adamczyk. Ich bin Ihr E-Learn-Berater und Supporter. Im zweiten Teil unserer Video Tutorial-Reihe haben Sie erfahren, wie Sie ein mit dem Autorenwerkzeug eAuthor erstelltes Projekt mittels des Tools Projektpublikation zur Kurserstellung an den E-Editor übergeben. Im heutigen Teil 3 erfahren Sie, wie Sie im E-Editor aus diesen Publikationen lernbare Kurse erzeugen und im Lernsystem verfügbar machen. Dazu starten Sie den LUX-Client und öffnen in der Tool-Leiste den E-Editor. Der E-Editor ist ähnlich gestaltet wie der eAuthor. Er bietet eine übersichtliche Darstellung zur Erstellung Ihres Kurses. Als erstes erstellen wir einen neuen Kurs, der sich später aus unserem Projekt zusammensetzen wird. Dazu klicken wir auf Kurs und im Anschluss auf Neuer Kurs. Nun vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihren Kurs, der den Lernern kurz mitteilt, worum es sich handelt, und bestätigen mit einem Klick auf Neuen Kurs anlegen. In diesem Fall nenne ich den Kurs sowie auch schon das Projekt LUX Schnellstart. Sie verfügen nun im E-Editor über einen leeren Kurs, den wir nun mit Informationen und Inhalten füllen werden. Die erste Seite, die LUX standardmäßig anzeigt, sind die Kursinformationen auf der rechten Seite. Hier wird zunächst der bereits gewählte Name im Titel angezeigt. Wenn wir das hier anklicken, so, da ist er auch schon, wo er auch jederzeit wieder abgeändert werden kann. Unmittelbar darunter können Sie festlegen, ob die Inhaltsseiten von dem Lernenden in einer beliebigen Reihenfolge aufgerufen werden können oder ob der Inhalt nur nach der fest vorgegebenen Reihenfolge aufgerufen werden darf. Die Option Test Pool bietet die Möglichkeit, aus einer Gesamtmenge im Kurs enthaltener Testfragen nur eine Teilmenge je Sitzung dem Lerner anzuzeigen. In diesem Fall wähle ich die Option Beliebig, sodass der Lerner später in den Inhalten nach Belieben vor- und zurückblättern kann. Mittels der Angabe einer Sollzeit geben Sie dem Lerner einen Anhaltspunkt, wie viel Zeit er in etwa pro Seite verbringen sollte, um den gesamten Kurs in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren. Der Lerner wird im Kurs neben der Sollzeit seine Istzeit sehen, sodass er sich danach richten kann. Wichtig ist, dass es sich hier nur um einen Anhaltspunkt handelt. Nach Ablauf der Sollzeit wird die Seite nicht einfach weitergeblättert oder der Kurs beendet. Die Gesamtsollzeit errechnet das System anhand der Gesamtanzahl der Inhaltsseiten. Die folgenden vier Infofelder werden vom System automatisch gefüllt. Zum Beispiel mit dem Namen des Autors bzw. dem Profilnamen, mit dem das Projekt erstellt wurde, oder auch, wann dieser Kurs zuletzt gespeichert wurde und welche Projekte er beinhaltet. Mit der Option Wiederholung bestimmen Sie, wie oft der Lerner eine Übungsaufgabe oder eine Testaufgabe wiederholen darf. Sie können ihm also eine zweite oder auch dritte Chance einräumen, die Antwort richtig zu beantworten. Was vor allem in Übungsszenarien angebracht ist und in Testszenarien eher weniger. In unserem Fall ist diese Option hinfällig, da wir keine Testseite erstellt haben. So wähle ich also beliebig aus. Wenn Sie nun alle Kursinformationen hinterlegt haben, müssen Sie diese Informationen mit einem Klick auf die grüne Diskette im unteren Teil des Fensters abspeichern. Anders als im eAuthor müssen Sie im Editor die Konfigurationen des Kurses separat abspeichern bzw. bestätigen. Nach erfolgreicher Bestätigung vergraut die grüne Diskette. Neben dem Reiter Kurs editieren, werden wir nun auf Projekt importieren klicken, um unser Projekt aus der Projektpublikation zu importieren. Wenn Sie sich an die Grafik im zweiten Teil des Tutorials erinnern, werden Sie feststellen, dass wir nun also das Projekt aus der zweiten Datenbankebene auf die dritte importieren werden. Das nun geöffnete Fenster bietet wieder eine einfache Übersicht über das Autorenprojekt auf der linken Seite und dem zu befüllenden Kurs auf der rechten Seite. Um nun das Projekt aus dem eAuthor einzubinden, klicken Sie oben links auf das grüne Ordnersymbol oder alternativ im Menü auf Autorenprojekt und im Anschluss auf Autorenprojekt öffnen.
Wählen Sie das mit den Projektpublikationen übergebene Projekt aus, welches Sie anhand des Namens und des Zeitstempels identifizieren können. Bestätigen Sie die Auswahl durch einen Klick auf Wählen. In dem Fall ist es Lux Schnellstart. Und wir haben es auf der linken Seite nun in unserer Übersicht. Für eine bessere Übersicht empfiehlt es sich, alle Kapitel anhand des Files zu öffnen. Sie können nun die gewünschten Inhalte aus dem Projekt auf der linken Seite markieren und markieren auf der rechten Seite die Position, unter welcher der Inhalt mittels des Symbols mit dem roten Pfeil in der Mitte eingefügt werden soll. Wenn Sie ein gesamtes Kapitel wie in unserem Fall in den Kurs übertragen wollen, genügt es, das Kapitel zu markieren, um alle Inhalte in der darunter befindlichen Ebene mit zu übertragen. In diesem Fall werde ich also das Kapitel Willkommen inklusive der Seite 1 markieren und in den Kurs übertragen. Der Kurs wurde also nun mit Inhalten gefüllt. Sie sehen also hier die absolute Kopie unserer Willkommensseite und der Seite 1. Wenn Sie nun in den Reiter Kurs editieren zurückkehren, können Sie die Konfiguration zum Beispiel für Wiederholungen oder die Reihenfolge nochmal separat für jede einzelne Seite individuell anpassen. Vergessen Sie dabei nicht, immer den Speicherbutton zu drücken, vor dem Wechseln auf eine andere Inhaltsseite. Verfügen Sie über mehrere Kapitel und möchten diese mit unterschiedlichen Konfigurationen versehen, müssen Sie dazu allerdings nicht jede einzelne Seite des Kapitels konfigurieren, sondern können mittels eines Rechtsklicks auf das Kapitel das gesamte Kapitel inklusive aller Unterkapitel und Inhaltsseiten auf einmal konfigurieren. Auch hier gilt immer den Speicher-Button betätigen. Um unseren fertigen Kurs nun auf die Lernplattform zu übertragen, bedienen wir uns lediglich im Menü der Funktion Produktiv und klicken dort auf Kurs publizieren. Den Namen, den Sie nun vergeben, wird der Lerner im Lernsystem auch zu sehen bekommen. In diesem Fall bleibe ich bei meinem einfachen Namen Lux Schnellstart und klicke auf Kurs publizieren, um ihn zu übertragen. Die Bestätigung, dass eine produktive Kopie des Kurses erstellt wurde, bestätigen Sie bitte mit OK. Der Kurs wurde nun an das Lernsystem übertragen und der Client kann anhand des roten Kreuzes beendet werden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun Teil 3 des Videotutorials beendet und Ihren ersten lernbaren Kurs erstellt. Der Lux-Client bietet eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, Inhalte und Kurse zu erstellen. Die wohl wichtigste Erkenntnis im E-Learning ist aber, Lerninhalte niemals zu lang gestalten, damit das vermittelte Wissen in kleinen Häppchen verarbeitet werden kann. Auch daran möchten wir uns mit diesem Basic-Tutorial halten und werden für Sie daher weitere Special-Tutorials anbieten, welche sich dann unter anderem mit den Themen Erstellung von Übungen und Tests, Einbinden von externen und internen Links, Hotspots und der Lernüberwachung, dem sogenannten Tutoring und vielem mehr beschäftigen wird. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren. Herzlichen Dank und viel Spaß nun beim Übertragen Ihrer lernbaren Kurse und wenn noch Fragen offen sind, rufen Sie mich bitte direkt an unter 01 520 350 3502. Oder schicken Sie mir eine E-Mail an s.adamschick@cloudlearning.eu.